Körper will nicht falsch sein. Der Körper will nicht krank sein. Das sollte man mal sich einmal bewusst machen. Ja. Hallo, mein Name ist Güler Dogan. Ich bin funktionelle Medizinerin, Coach und Heilpraktikerin, Chiropraktikerin, Osteopathin, Hochfrequenzakupunkteurin. Ich habe eine Praxis in Böblingen seit über 10 Jahren. Forschen tue ich in der Medizin schon seit über 24 Jahren. Seit vielen Jahren widmet sich Frau Güler Dogan leidenschaftlich der funktionellen Medizin und verfolgt das Ziel, die Ursachen der Ursachen von Krankheiten zu entdecken. Im Körper gibt es nichts ohne Grund. Es gibt immer eine Ursache. Und die gilt zu suchen. Das ist wie manchmal Nadel im Heuhaufen suchen, aber man kann meistens sehr viel finden. Und man sollte nicht gleich wie in Schubladen denken, man sollte vielfältig denken, weil im Körper gibt für alles eine Antwort. Das ist so göttlich und so phänomenal, dass es sowohl heilen kann, wenn man bedenkt, dass der Körper in 7 Jahren komplett erneuert ist. Es ist faszinierend einfach. Und diese Faszination gilt zu unterstützen, dann kommt er auch mit allem selber zurecht. Dabei setzt sie auf die innovative Hochfrequenztechnologie, insbesondere den Tesla-Oszillator, um erstaunliche Behandlungserfolge zu erzielen. Funktionelle Medizin heißt, dass wir der Ursache forschen. Hier möchten wir Informationsabende veranstalten für jedermann, verschiedene Themenbereiche und euch zeigen, was die mögliche Ursache der Erkrankungen sein kann und die möglichen Behandlungsmöglichkeiten euch aufzeigen. In ihrer gut besuchten Praxis in Böblingen bietet Güler Dogan ihren Patienten eine umfassende Betreuung. Also sicherlich weißt du, was Rückenschmerzen sind. Sicherlich hattest du vielleicht auch mal Rückenschmerzen. Hier hast du die Möglichkeit zu erfahren, warum du die Rückenschmerzen eventuell hast. Sie erzählt über ihre wertvollen Erfahrungen, insbesondere bei Krankheiten, die oft als unheilbar gelten. Sicherlich kennt ihr jemanden, der Arthrose hat. Hüftarthrose, Kniearthrose. Und dann wird es gesagt, dass man da nichts machen kann. Das stimmt leider so nicht. Es gibt immer eine Ursache im Körper. Und diese gilt zu finden. Viele dieser Fälle können durch ihre präzise Diagnose und Behandlung doch geheilt werden. Im Körper gibt's nichts ohne Grund. Das ist meine Erfahrung. Migräne hat Ursachen. Migräne wird vor allem zum Beispiel durch Halswirbelblockaden verursacht, weil die Herzschlagader verklemmt wird, weil der Nerv verklemmt ist, die Versorgung zum Hirn ist nicht optimal. Das Hirn hat permanent Stress, weil die Nerven so verklemmt sind, das ist so, wie wenn ich den ganzen Tag auf den Arm haue. Und somit ist er total im Stress. Was heißt Stress? Stress heißt Botenstoffe ausschütteln vom Körper, dies versuchen reparieren, jenes versuchen zu reparieren und er kann er nicht. Und weil er erschöpft ist, in allem überlagert ist, die Regulation ist total gestört. Was macht er? Er macht heftige Schmerzen, weil er sagt, jetzt geht's mir schlecht. Jetzt muss man mal sich hinlegen, damit ich mich erholen kann. Dieses Schlaf ist eigentlich eine Erholsache. Ein besonderes Augenmerk legt sie auf die sogenannte Zellen-Reset-Technik, die selbst bei alltäglichen Beschwerden wie Allergien bemerkenswerte Ergebnisse liefert. Allergie hat sehr viel auch mit dem Darm zu tun. Da schauen wir uns den Darm genauer an oder machen auch eine Ernährungsumstellung. Machen mit dem Oszillator, dass wir da die Regulation wieder in Ordnung bringen. Und mit der Akupunktur, das ist so eine systemische Akupunktur, die ich entwickelt habe, kriege ich das resettet. Der Körper will immer reparieren, egal wie alt wir sind, egal wie jung sind, bis in hohem Alter ist er auf Reparatur eingestellt. Erfahren Sie mehr über die faszinierende Arbeit von Güler Dogan und lassen Sie sich von ihren inspirierenden Erfolgsgeschichten begeistern. Nimm deine Gesundheit in deine eigene Hände. Du kannst sehr viel bewirken. Die richtige Information dafür bekommst du bei uns. Wir sehen uns auf unsere Infoabende. Bleib gesund. Bis bald.